Herzlich willkommen zurück hier bei Crysis 3. Ups, so. Und wir sind auf dem Weg zu Psycho mal wieder. Ganzlinger 2-1, hier Electro. Nach dem Funkverkehr zu urteilen, ist der Feind noch in der Gegend. Over. Verstanden, wir sind gleich im Zielgebiet. Over. Charlie Team, ihr geht voraus. Da. Diese elektrischen Pfeilspitzen sind ziemlich effektiv. Probier sie mal in dem See dort aus. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Was ist hier los? Sicherheitsabriegelung an. Okay. Verstärkung nähert sich. Super. Der Kerl darf uns nicht erwischen. Los! Toll. Schade. Er ist fast kaputt gegangen. Toll. Da. EMP kommt! Check deine Lenze! Feuer frei! Halt ihm in die Flanke! Ich hör dich, ich hör dich, ich hör dich, aber ich seh dich nicht. Super. Dann wenigstens Granaten mitnehmen. Ich bin hier ganz allein. Sektor ist abgeriegelt. Ja. Ich habe daneben geballert, hab ey. Sieht da als so eine rote Markierung. So, Energie wieder. Ja. Achtung, Cellwaffen werden in deiner Nähe abgesetzt. Okay. Sektor ist abgeriegelt. Ich sehe hier gerade niemanden. Aber ich traue dem Ganzen nicht so. Sicherheitsabriegelung aktiv. Vorne laufen. Ah ne, das ist Psycho, oder? Ja. Warte, ich bin gleich da! Jo. Hier unten können wir eher das gebrauchen, glaube ich. Weißt du, es ist wichtig. Es gab eine Menge Gerede über dich und den Anzug. Alien-Modifikation, deine Vision. Die Leute wissen nicht mehr, wer du bist. Was denkst du denn? Ich bin hier, oder? Okay. Leise jetzt. Wir nähern uns einigen Cell-Patrouillen. Du machst doch den Lärm. Nicht so laut, verdammt. Wir müssen ausruhen.
Meinst du, das haben sie gehört? Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass sie das gehört haben. So, im Tarn. Ich will mal kurz was gucken. Okay, absorbiere Schaden. Nahtodmomente. Tarnkills. Okay. Dann wollen wir die mal mehr im Tarnmodus töten, oder? So, Kodierungsstufe Mittel. Sekunden in der Nähe eines Gegners. Ja, das sitzen wir jetzt mal gerade ein bisschen aus. Das interessiert den mal gar nicht. Ich hab ihn hier drin. Scheiße. Ach ne. Das war jetzt nicht der beste Moment, um mich zu entern. Shit. Wie weit sind wir jetzt gekommen? 35 Sekunden, okay. Willst du Verstecken spielen? Komm raus! Wollen wir die Zeit noch mal ein bisschen erhöhen, damit wir das easy schaffen, weil hier sind nicht so viele Gegner. Hier kann man schön nah an die rankommen.
Auto sollte uns nicht sehen. Captain Griff. Das Munition, ich hoffe, da zählen auch Pfeile zu. Nee, nur eine Granate, Kacke. Aufpassen, er taucht sich. Er kann nicht weit sein. Holen wir ihn uns. Ich sichere dich, Prophet. Ich hab ihn. Die sind da oben. Eieiei. Ich glaube, das sollten alle Gegner gewesen sein. Ja. Also, was haben wir alles geschafft? Wir haben 3 Tankkills gemacht. Wir haben ein bisschen Gesundheit regeneriert. Schaden haben nicht eingesteckt. Und 61 Sekunden schon von 100 Sekunden haben wir. Das ist schon mal sehr viel. Also 61% in dem Sinne. Achso. Ich schätze, die haben uns gehört. Ja, schätze ich auch. Was zum Teufel ist hier passiert? Check ihre Blackboxes. Finde raus, wie sie starben. Ich gehe nach oben und schaue mich mal um. Wie checkt denn man ihre Blackboxes, ey? Willst du mich verarschen? Es gibt solche Hunde-Aliens. Nanovision aktiviert. Man kann es nicht erkennen, das Tier. Nanovision aktiviert. Scheiße, es gibt mehrere.
hab gesehen, was uns angegriffen hat. Ja, ich weiß. Stalker. Erzähl mir was Neues. So war das nicht geplant. Stalker? What the? Shit, Alter. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, jetzt kann ich die Tür benutzen. Die Chefs, die ich kenne, sind unkoordiniert, brutal und strategielos. Wie gesagt, nur noch ein paar wenige und die sind nur rausgekommen, weil wir den Turm zerstört haben. Möglich. Sie verhalten sich wie Tiere, nicht wie eine Schwarmintelligenz. Wo ist der Alpha-Seth? Vergiss ihn. Ich bin zwischen Stalkern und Cell eingekeilt. Komm durch den Lokschuppen zu mir rauf. Oh, Alter, wie viele müssen wir denn jetzt hier hacken, Mann? Gottes Willen. Oh lol, hab ich den etwa nicht gehackt? Achso. Können wir natürlich sehr gut gebrauchen. Hä? Wie, wir haben verschiedene Munition. Keine Ahnung. Mir war ein paar Munition gekriegt, ey. Shit. Ich will bei der Waffe hier bleiben. Oh Mann, warum muss man denn so viel hacken, ey? Ich bin blockiert. Super. Zack. So. Granaten. Super. Neue Munition. Wollen wir mal hier hochgehen, ne? Kritische Gefahr. Xenosense-Präsenz im Bereich der Fanstation. Okay. Profit. Wie viele Sekunden müssen wir noch? 22. Okay. So, auf der Entfernung reicht das ja. Wir snacken uns das jetzt mal bei dem einfach weg. Dass wir das komplett hinkriegen. Tut mir leid dafür, dass es ein bisschen langweilig ist, wenn wir jetzt einfach nur hinter ihm stehen. Aber leichter kriegen wir es halt auch nicht zusammen. Upgrade zur Tarnung auf Maximalstufe. Okay. Was ist hier los? Falscher Alarm. Okay. Dass der dabei aufsteht! Yeah.
Ja, ich weiß. Alter Schwede, erstmal auf die höhere Ebene hier kommen. Damit die nicht von oben eins auch nicht runterballern können. Kann ich da hoch zufällig? Na doch, glaube schon. Das war kein Stealth-Kill. Schnell das Ding hacken, ey. Die Stealth Kills haben, Alter. Ich hab das Geschütz erledigt. Geht ihr! Benutzt ihn! Benutzt ihn! Gott, ey, ist hier viel los. Aber das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann, abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!